Hallo miteinander, herzlich willkommen zu unserem heutigen NaSales Webinar. Ich begrüße euch ganz herzlich im Namen von Dani und von mir. Ich nehme an, dass noch ein, zwei werden reinkommen, jetzt später. Darum, ich tue jetzt aber euch gleich mal noch kurz informieren, wie es so abläuft. Und zwar könnt ihr nicht reden, weil sonst kommen wir ein Chaos über. Darum, ihr könnt aber unten dran, im Balken unten, hat es einen Chat und dort könnt ihr eure Fragen reinstellen. Ich tue dann die direkt an Dani weiterleiten, je nachdem auch zusammenfassen, wenn mehrere Fragen kommen über das Gleiche. Und auch wenn, wenn jemand mit Schweizerdeutsch Mühe hat, könnt ihr das auch jetzt noch schreiben im Chat rein. Dann würden wir das Ganze auf Hochdeutsch machen und sonst wäre es dann einfach auf Schweizerdeutsch. Das Video könnt ihr später dann auf YouTube anschauen. Das wird in zwei, drei Tagen wird das aufgeschaltet. Also wenn ihr später wieder mal schauen wollt, was hat jetzt da der Schauspieler genau gesagt, dann nachher könnt ihr dort schauen. Das wäre es von meiner Seite. Nochmal schön, dass ihr da seid. Und ich würde sagen, Dani, kannst du loslegen. Okay. Cool. Ja, guten Abend, liebe SHK-Seglerinnen und Segler. Jetzt sehe ich gerade Ihre Internet. Hast du das auch gesehen? Instabil, aber jetzt ist es schön gut. Es ist schön, dass ihr euch heute Abend Zeit nehmt, und haben so einen wunderschönen Abend, uns ein bisschen zuzulassen. Die Idee, die wir haben, heute Abend ist, etwas über den Trim zu erzählen. Und zwar anhand von Grafiken und kleinen Videos soll es euch ein bisschen drin näher bringen. Vielleicht auch ein bisschen besser dargestellt, wie da, wo ihr auf dem Schiff selber könnt erleben könnt. Vielleicht merkt ihr dann, dass das eine oder andere Schödli eine Bedeutung hat. Es ist ein Grundsatzseminar, also wir fangen relativ tief an und schauen, dass wir möglichst umfassend den Trim euch näher bringen können. Wie Claudia schon gesagt hat, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das auf dem Chat reinschreiben. Da wird und auch, sie wird mich zwischendrin unterbrechen und die Fragen mir weiterleiten, damit ich es möglichst umgehend gar kann beantworten. Etwas zum Voraus. Wenn es nicht ganz alles besprochen ist, was euch interessiert, können wir uns natürlich jederzeit auch mal auf dem persönlichen Schiff bei euch treffen, um das Ganze anzuschauen. Den Segelstand prüfen oder Mastrim prüfen, was auch immer. Dort könnt ihr sich gerne einfach direkt an uns wenden. Gut, fangen wir mal an damit. Also, wir schauen heute Abend über den Trim, über den Bootsspeed, wo dann unmittelbar zusammenhängt. Und zwar hauptsächlich der Ambient-Trim. Das ist das, was früher noch möglich war. Ist natürlich ein Ambient-Trim ist früher, wie ihr da gesehen, fast nicht möglich gewesen. Einerseits durch Bootsform, andererseits durch Segelform. Die Jungs früher, die haben noch nicht so können hoch am Wind segeln, die haben einen hohen Reaching-Kurs können fahren, Maximum, und haben durch das natürlich ein bisschen länger gebraucht, bis sie ans Ziel gekommen sind. Also ein Ambient Segeltrim ist eigentlich eine recht komplexe Geschichte. Es gibt so einen Spruch, der heisst, die Geschwindigkeit ist am Segler sein Freund. Das heisst nichts anderes, als dass man immer Geschwindigkeit suchen muss, damit das Ganze anfängt zu funktionieren. Das heisst, wir müssen schauen, dass der Wind möglichst gut und ungestört am Segelmarkt vorbeiströmen. Je schneller, je besser der Wind am Segel strömt, je früher fängt euer Boot an zu fahren und dementsprechend fängt das ganze System an zu wirken. Also Geschwindigkeit bringt irgendwann dann auch Höhe. Wir müssen auch daran denken, dass unter dem Wasser eigentlich das Gleiche auch funktioniert. Wir sehen hier einen Kiel und auch der funktioniert nur durch Geschwindigkeit. Merkt ihr vielleicht auch im Hafen bei Seitenwind, wenn ihr in die Box rein, wie es euch abtreibt, wenn ihr Geschwindigkeit
müssen drosseln. Also auch der Kiel, je moderner das Boot ist, je mehr Geschwindigkeit braucht es, damit der Kiel anfängt zu wirken. Einfach im Hinterkopf behalten, Geschwindigkeit suchen, bevor die Höhe suchen. Wir haben hier eine kleine Grafik, was passiert, wenn der Wind am Segel anströmt. Wir haben hier ein optimales Segel mit einer maximalen Biegung im Vorlick, im vorderen Drittel und einen geraden Auslauf. Das heisst, das Segel kann sowohl im Lauf wie im Lee schön anströmen und bis ans Ende vom Segel durchfliessen. Schauen wir das nochmal an. Wir sehen, wie der Eintritt da vorne am Mast ist und am Segel nach durchfließt. Und durch die Geschwindigkeit von dem Wind, der an dem Segel vorbeigeht, gibt es nachher den Lifteffekt, den Auftrieb und dementsprechend auch Geschwindigkeit. Wenn man dann das Ganze kombiniert mit dem Vorsegel, dann kommt Moment, da bin ich jetzt gerade eine zu weit. Entschuldigung. Voilà. So. Das Ganze kombiniert mit dem Vorsegel, dann ist ganz, ganz wichtig, dass die beiden Segel aufeinander abgestimmt sind. Das heisst, also, dass man da, wenn man vom Mast oben runter schaut, in das Segel rein, sehen wir da das Vorsegel und da hinten den Mast. Und das dazwischen, das ist die Düse, von der reden wir von einer Düse. Und dass die nicht abgeklemmt ist, dass die also freien Durchlauf hat. Je mehr Wind, je offener, je weniger Wind, je enger kann man die Düse wählen. Und das ist ganz wichtig. Ja, jetzt habe ich es ganz gut. Das ist ganz wichtig, dass die funktioniert. Sollen wir mal den Wind durchlaufen, dann sehen wir, was das ausmacht. Darum sollte eigentlich das Vorsegel immer ähnlich trimmt sein wie das Grosssegel. Also ihr seht hier einen runden Anschnitt, geraden Auslauf, das Grosssegel runden Anschnitt, geraden Auslauf. Und das hier dazwischen, das ist die komprimierte der Winddruck, der dann hier durchfließt. Und irgendwann ist einfach zu viel Wind da und dann können wir da wo nicht mehr alles durchmacht und dann können wir da einen Negativbuch über dem Grosssegel. Aber da reden wir dann später. So könnt ihr es ganz selten sehen auf dem Schiff, weil es einfach, ja, manchmal verwundert ihr euch vielleicht, weil es einen Abwind im Grosssegel rein hat oder das Vorsegel nicht richtig funktioniert. Also es ist ganz wichtig, dass die parallel sind. Was ich sehr häufig sehe, ist, dass vielleicht das Vorsegel zu offen ist und das Grosssegel zu dicht oder umgekehrt. Wenn das Vorsegel zu dicht ist und das Grosssegel offen, dann stimmt da der Flügeleffekt nicht. Dann ist das ähnlich, wie wenn ein Jumbojet in Kloten landet. Dann strömt alles, dann ist alles dafür gemacht, dass es möglichst langsam ist. Darum also die Düse, ganz, ganz wichtig, dass die funktioniert. Wir haben schon, oder ich habe schon ein paar Mal den Ausdruck Segeldruck verwendet. Da haben wir unterschiedliche Segeldrücke, das heisst, wir haben hier die Bodenseesituation, wo wir zu 70% leider haben auf unserem See pro Jahr. Das ist ganz, ganz wenig Wind. Dann kommt natürlich nebst dem Segeltrim kommt dann auch der Crewtrim. Der ist jetzt hier bei dem Boot wahrscheinlich gut, wenn er hinten ist, damit es den Bug entlastet, dass die Leute auch leicht im Lee sitzen, damit die Segel schon ein gewisses Profil hineinkommen, ohne grossen Wind überzukommen. Da haben wir dann den Mittelwind. Das heisst, da haben wir so wunderschöne Segelbedingungen. Da kann die ganze Crew schon im Lauf sitzen und Gegendruck geben. Und da können wir das Maximum an Profil ausfahren, was Segel da, also was es gibt. Das heisst, wir können maximal Profiltiefe erzeugen, um möglichst viel Vortrieb ins Boot hinein. Und da sind wir bereits die Situation, wo wir jetzt im Frühling Gott sei Dank schon ein paar Mal wunderschön erlebt haben. Da haben wir schon ein bisschen zu viel Druck. Das heisst, wir sind schon am
Druck ablassen, am Segel auftwisten, den Oberdrittel wegzulassen, damit möglichst viel Druck weggeht und die Krängung dementsprechend vom Boot verringert wird. Der Segeldruck ist von 3 Faktoren abhängig. Der eine Faktor ist einmal der Steuerwinkel, der Angriffswinkel, wie hoch fährt man am Wind. Also wenn man jetzt am Steuern ist, geht man hoch am Wind an, versucht, wie hoch kann ich mit meinem Segel, mit meinem Trim an Wind gehen, bis dann die Strömung abreißt und kollabiert. Der zweite Faktor ist die Segeltiefe. Das heisst, wir können schaffen mit tieferen Segeln und flacheren Segeln. Da gehen wir nachher noch im Einzelnen darauf ein, was macht welchen Sinn. Und der angesprochene Twist, mit weniger Twist und mehr Twist, das heisst, ein Twist ist, wenn man das Segel so ausdreht, dass der Kopf oben auf die Seite rausgeht. Wir können das mal ein bisschen anschauen. Da haben wir den Angriffswinkel, den Steuerwinkel vom Boot zum Wind. Je höher dass man zum Wind fährt, je mehr Druck gibt es, bis man halt ins Höch sind und die Strömung kollabiert. Segeltiefe. Mit der können wir auch variieren. Das zeigen wir nachher, wo, dass man mit wenn mit der Segeltiefe können angehen und den Twist. Aha. Gut, das können wir auch nochmal zeigen. Ihr seht, fallen ab, gehen an Kreuz, segeln, suchen den maximalen Druckpunkt im Segel rein. Und wenn man mal zu hoch gesteuert hat, dann reißt die Strömung ab, das Segel fängt an flattern und dann muss man wieder zurückgehen auf den Amwindkurs, um den Druck zu suchen. Das ist natürlich, wenn man gut steuert, in einem ganz kleinen Bereich. Wir gehen natürlich nicht jedes Mal, bis es kollabiert, sondern man schaut das Maximum bei mehr Wind, das Vorsegel leicht negativ Gegendruck gibt. Und das Ganze ist umgekehrt, wenn man auf Vorwind abfällt, das Boot vom Wind wegbewegt, dann nimmt natürlich dementsprechend den Druck wieder ab. Ich zeige es da nochmal. Steuerwinkel, ein bisschen zu hoch. Was natürlich dann noch dazu kommt, ist, je mehr Wind das es gibt, je mehr Wellen gibt es und dementsprechend wird dann langsam die Anforderung an das Steuern immer intensiver. Jetzt gehen wir mal auf den Einzelpunkt da bei der Segeltiefe. Profiltiefe vom Segel ist natürlich nie gleich. Die kann man verstellen, solange das Segel neu ist. Wenn das Segel älter wird, jedes Segel, das älter wird, wandert das Profil von vorne nach hinten. Mal gucken. Wenn das Segel neu ist, haben wir im vorderen Drittel die maximale Profiltiefe und einen geraden Auslauf. Das ist eigentlich das Ziel. Und wie gesagt, wenn das Segel sehr alt ist, dann ist das Segel eigentlich genau umgekehrt. Dann haben wir vorne einen Grad und hinten sehr voll, sehr überdehnt. Und dann ist mit dem Segel eigentlich nicht mehr viel zu machen. Dann gibt es mehr Druck wie Vortrieb mit so einem Segel. Wie man die Profiltiefe können verändern kann, jetzt beim Grosssegel, schauen wir nachher speziell unter der Rubrik Grosssegeltrim, dass wir dort dann schauen, mit welchen Trimmöglichkeiten am Grosssegel speziell können wir Profiltiefe verändern. Das gleiche auch beim Twist. Ihr seht, jetzt ist es relativ geschlossen. Und jetzt tun wir es, da haben wir dann einen relativ offenen Twist. Wenn man es auf die Seite leert, tut es da oben Spionli auf die Seite klappen. Auch das können wir nachher noch intensiver drauf zugehen.
Okay. Wir haben hier auf dem ersten Bild, wenn man so sollte ihr eigentlich öfters bei euch ins Boot hineinschauen, mal hinten anstehen. Dann seht ihr, wie die Parallelität ist vom Grosssegel und von der Genua oder vom Vorsegel. Wir haben jetzt hier ein recht offenes Grosssegel, das schon recht viel Twist drin hat. Und Twist bedeutet Geschwindigkeit, aber gleichzeitig natürlich auch Verlust von Höhe. Ihr könnt dann nicht mehr so hoch am Wind, wie wenn das Segel geschlossener ist wie auf dieser Seite, da, wenn da oben das Segel zu ist. Und darum ist es ein stetiger, also ich finde das eben noch interessant, dass man das als Herausforderung nimmt, in welchem Windbereich, in welchen Wellen ist es sinnvoll, das Segel mehr oder weniger zu schliessen. Darum ist das Segeln eigentlich so interessant, weil es eigentlich ja, ist nicht gerade jeden Tag anders, aber es sind doch ganz unterschiedliche Segelverhältnisse, die man auf dem Wasser erleben kann, bei uns auf der See oder auf dem Meer, ist dann gerade nochmal etwas anderes. Die Segeleinstellung ist nicht bei allen Booten gleich möglich, aber das Ziel bleibt natürlich gleich. Das heisst, wir müssen schauen, dass wir bei ganz wenig Wind möglichst viel Druck erzeugen können, zum Schiff Fürsche kriegen, aber mit gewissen Mittelwindbereich, dass man den Gegendruck anbringt oder das Segel so aufmacht, dass das Boot möglichst flach bleibt. Und wenn es dann sehr, sehr viel Wind hat, dann geht es darum, dass man nur noch den nötigen Druck im Boot haben und möglichst wenig Krängung haben, um das Boot sicher durch die Wellen und durch den starken Wind durchzusteuern. Wir gehen jetzt einmal auf die einzelnen Segel ein. Das heisst, wir gehen heute Abend auf das Vorsegel ein und auf das Grosssegel ein. Ich habe euch da mal aufgezeichnet, was es alles für Trimmmöglichkeiten gibt. Sowohl jetzt für einen Fock wie für einen Genua sind es die gleichen ähnlichen Möglichkeiten. Das heisst, wir haben hier als erstes Fock Short. Das ist sicher etwas vom Wichtigen, dass man die richtig bedient. Wir haben den Fock-Hole-Punkt. Das heisst, die Position vom Hole-Punkt ist dort, wo die Schote durch die Rolle durchgeht auf der Schiene, dass der richtig eingestellt ist. Was auch einen grossen Einfluss macht natürlich aufs Vorsegel, ist Backschlag- und Vorschlagspannung. Das denken die wenigsten dran. Und das Fock-Fall. Je moderner euer Segelmaterial ist, also wenn ihr jetzt wie hier zum Beispiel das Laminatsegel habt oder sogar irgendwie ein 3D-Segel, das sozusagen nicht mehr dehnt, ist die Fockfallspannung enorm wichtig. Wir tun heutzutage, wenn wir mal den Hohlepunkt eingestellt haben, eigentlich nur noch Fockfallspannung je nach Wind variieren. Und natürlich nicht vergessen, steuern gehört auch dazu. Ihr könnt den besten Trim haben, wenn ihr beim Steuern zu defensiv seid, dann funktioniert das Ganze viel schlechter oder gar nicht. Sinnvoll macht, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein modernes Schiff habt und kurze Segel habt, wenn ihr euch eine Trimmarke an Zahling anmacht. Wir haben hier zwei Marken, ein Minimum und ein Medium. Und beim Maximum geht ins Achterlig vom Segel etwa da raus. Die meisten von euch haben aber zum Teil Roll-Ref-Genuas oder überlappende Genua. Das heisst, das sind Segel, die über die Saaling rausgehen. Dort schauen wir dann die Distanzen an, vom Saaling-Kopf bis zur Segelwand an. Was passiert, wenn wir jetzt den Schotpunkt respektive die Schot verändert und den Hohlepunkt gleich lässt? Ihr habt es vielleicht gerade gesehen. Ich habe jetzt hier nur mal die Schot gefeiert. Wenn ich die Schot feiere, dann tue ich sowohl das Achterlig da bedienen plus Unterlig. Das heisst, das ganze Segel öffnet sich. Das ist dann, wenn man abfallen und zurück in den Hafen gehen oder so. Aber wichtig daran zu wissen ist, dass wirklich, wenn man den Hohlepunkt an der gleichen Stelle lässt und nur die Schot löst, dass es dann Achterlig und das Unterlig bedient wird.
Jetzt bin ich noch einmal drüber. So. Okay. Da mal nochmal schauen. Ihr seht noch, wie die Spionli reagieren, wenn man das Segel feiert, also das Segel loslässt, wenn die Spionli da aufsteigen. Das sind natürlich jetzt die Illustrationen, sind Extremdarstellungen, damit ihr einfach mal sehen, was passiert. Häufig ist es so, dass man ja mit dem, wenn man am Trimmen ist, nur so im Zentimeter, 2 cm Bereich löst und wieder dicht nimmt. Aber so sehen wir mal, was passiert, wenn ich an der Schot arbeite und den Hollepunkt nicht verstelle. Da sind wir jetzt bereits so, dass wir den Hollepunkt verstellen. Und was ist der grosse Unterschied dabei? Wenn wir den Hollepunkt verstellen, nach hinten, dann mal schnell warten. Jetzt gehen wir mit dem Hollepunkt zurück. Et voilà. Da ist jetzt der grosse Unterschied gewesen, dass es, wenn ihr mit dem Hollepunkt retour geht, also von da vorne retour, dann ist es so, dass es eigentlich nur noch das Achterlick ausleert und der Fuß bleibt unter Kontrolle. Und das ist jetzt auch etwas, da muss man ein gutes Mittelmaß herausfinden. Wie weit muss ich mit dem Hollepunkt zurück, damit der Schot, man sagt eben, der Schotwinkel, möglichst optimal ist. Und der Schotwinkel ist optimal, wenn die Schot, die durch die Rolle durchläuft, also die kommt dann hier durch und geht durch das Schothorn durch, und dann sollte die Schot ungefähr den Winkel in die Mitte vom Vorstag zeigen. So, da rein. Also, wenn da und dann sollte es da vorne in die Mitte vom Vorstag zeigen. Das wäre der optimale Schotwinkel als Ausgangslage. Dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr sowohl gleich, also dass euch Segel den Trim schützt, also dann das Achterlick unter Kontrolle und das Unterlick gleichzeitig unter Kontrolle. Und wenn der Hohlepunkt eben zu weit zurückgeht, dann wandert der Winkel nach ab, dann haben wir nur noch das Achterlick ausgeleert und nur noch das Unterlick unter Kontrolle. Was passiert aber dann in der Böe? Dann wandert der Punkt da auf und ab, weil er das Achterlick nicht mehr unter Kontrolle haben. Und dann wird das Boot zwar schneller, aber dadurch, dass das Achterlick immer ausleert, verliert er extrem an Höhe. Das ist jetzt wirklich etwas, wo man ganz minutiös mal einstellt auf eurem Schiff und dann wisst ihr, in welchem Windbereich muss der Hohlepunkt etwa sein. Schauen wir das nochmal an, was passiert, wenn man es verstellt mit den Spionli vorne. Da ist auch so, wir haben vorher gesehen, dass der Durchfluss muss funktionieren. Wenn das Segel ganz auf, also Schot ganz gelöst ist, leert das Segel völlig aus da oben. Das heisst, der Wind kann zwar durch, aber er baut keinen Druck auf im Segel. Und dann könnt ihr das Segel so dicht fahren, bis eigentlich das Achterlickspiöli da im obersten Teil nach hinten klappt. Wenn ihr es ganz dicht nehmt und das Spiöli da im Achterlick, er zeigt es jetzt da nochmal, jetzt nimmt man es dichter. Und dann fängt es an, nach Achterlick, Hinterklappe, voilà, so. Das ist dann sicher das Maximum, wo ihr euer Vorsegel dicht bringen könnt. Das ist ein Indikator. Der zweite Indikator ist, wenn ihr das Segel so dicht fahrt und noch nichts im Grosssegel gesehen, also noch keinen negativen Wind, kein Bad Wind, kein Abwind vom Vorsegel, dann ist der Trim sicher auch gut und ist nicht störend fürs Hauptsegel. Das ist das, was wir in der Anfangsgrafik gesehen haben, dass die Düsen eigentlich funktionieren muss. Also von dem her, die ganze, das Vorsegel mit dem Grosssegel muss harmonieren. Jetzt sehen wir mal, was passiert, wenn man den Schotspannung behaltet, aber der Hohlepunkt zu weit vorne hat. Dann wird das ganze Segel runter und der Zug aufs Achterlick immer stärker. Der Anschnitt wird zwar rund, aber parallel tut es euch
das Achterlig schliessen. Und wenn das bei Mehwind der Fall ist, dann gibt es sicher Abwind ins Grosssegel und dann gibt es eben den Bremseffekt und das Boot fährt nicht mehr maximale Geschwindigkeit. Schauen wir mal auf den Lauffaden. Also der ist eigentlich nur zu sehen, wenn man im Lee sitzt. Oder der Trimmer, der im Lee sitzt, in Genua hineinschaut. Der Stürmer schaut meistens auf den untersten Faden, weil der ist der, der vom Steuerstand aus sieht. Nach dem steuert er. Und mit der oberen Fäden schafft der Trimmer oder der, der das Segel einstellt. Und dort schaut er darauf, dass die möglichst horizontal wegblasen, also der im Lauf plus der hinter dem Segel, dass die möglichst gerade weg sind. Und wenn man das Segel zu offen hat, also die Schuhe zu offen hat, dann fängt das an zu steigen. Und das ist ein Signal, dass man das Segel wieder ein bisschen dichter nehmen sollte. Was viel vergessen, aber auch ein Punkt ist für das Vorsegel, ist der Durchhang. Das heisst, der Vorschlagsdurchhang ist natürlich schon so, dass bei vielen Cruising-Booten der gar nicht zu beeinflussen ist oder nur sehr schwer. Wir sehen hier, das Vorschlag ist relativ gerade. Da hat es einen gewissen Durchhang und da hat es sehr einen grossen Durchhang. Das heisst, der ist unmittelbar mit dem Achterstag oder mit dem Backstag hängen zusammen. Kann man den beeinflussen. Und wenn man jetzt, ich habe zum Beispiel den Durchhang, ist sehr wertvoll, um ein volles Segel zu bekommen, ein rundes Segel im Anschnitt, da vorne. Dann lässt man das Segel durchhängen, das ist vor allem dann auf dem Meer, wie wenig Wind und große Wellen. Oder bei uns auf dem Bodensee nachher eine Gewitterstimmung, oder wenn der starke Wind aufgibt und eigentlich nur noch die Wellen sind und weniger Wind hat, dann kann man so ein voll profiliertes Segel sehr gut brauchen. Oder bei ganz, ganz, ganz wenig Wind, wenn es eigentlich wirklich nichts mehr zeichnet auf dem Wasser, dann lässt man gerne aus Vorstag durchsacken und parallel weniger Fallspannung. Wir sehen, es gibt einen Haufen Sachen, wo man kann richtig oder falsch machen kann. Darum ist es ganz wichtig, dass man das Segel kennt und immer ein bisschen ausprobiert. Und die Möglichkeiten, die haben natürlich alle. Also zum Ausprobieren, die haben einen Fahrtensegler wie einen Regattensegler auch. Wobei ein Fahrtensegler tut sich dann vielleicht mal schneller begnügen, weil er ja nicht mal schneller sein wie ein anderer. Beim Fahrtensegler kommt es vielleicht mehr darauf an, dass er Fürsche kommt und dass er sicher den Druck kann ablassen beim Mehwind. Bei einem Regattensegler ist es natürlich so, dass er immer im Hinterkopf hat, die will schneller sein wie den eben zu. Und das sind ein bisschen andere Voraussetzungen. Das Fockfall ist ganz ein wichtiger Trimfaktor geworden. Früher noch nicht so, bei diesen weichen, dehnbaren Türen, da hat man es einfach mal dicht genommen und damit hat es. Aber heute bei diesen Laminatsegeln, die eigentlich nicht mehr dehnen, wo man sogar sagt, wenn du so ein Segel fährst, musst du auch das Fall ersetzen. Nützt nichts, wenn du irgendein Polyesterfall nimmst, der dehnt und vorne hast du ein Kevlar-Segel. Sondern dann muss wirklich alles optimiert sein. Und mit dieser Fallspannung da kann man das Profil unmittelbar beeinflussen. Rudi? Ja? Du hast gesagt, die Fallspannung spielt einen Ruggel eben bei den unterschiedlichen Materialien. Muss man dann noch, wenn man jetzt ein normales Dachgrundsegel trimmt oder nachher dann ein 3DI-Segel trimmt, gibt es da Unterschied vom Schotzug oder vom Hohlepunkt? Oder ist das wirklich nur die Fallspannung, die unterschiedlich ist? Nein, da gibt's wirklich Unterschiede. Es ist so, dass im Fahrtenbereich auch immer mehr Laminatsegel durchkommen. Und dementsprechend muss sich auch der Fahrtensegler mehr mit diesen Spannungen und Fallspannungen auseinandersetzen. Wenn es ein normales Dakar-Segel ist, ein Polyester-Tuch, dann ist die Fallspannung
wie gesagt, nicht so wichtig, vor allem auch dann, wenn ein Altsegel ist, wo das Profil schon weg ist, schon hinterher gewandert ist, dann tut man meistens Fallspannung auch ein bisschen lösen, nicht zu viel Fallspannung drin lassen. Aber wenn es ein modernes Tuch ist, ein Laminatsegel, dann ist natürlich der Vorteil, dass es extrem schnell reagiert. Das heisst, man tut mit der Fallspannung im Zentimeterbereich arbeiten und das Segel reagiert schon. Das ist für viele Trimmer ist das lässig. Aber man kann natürlich auch, dadurch, dass es in einem so kleinen Spektrum ist, auch sehr schnell etwas verkehrt machen. Das heisst, man sollte zum Beispiel nie eine Fallspannung so stark wählen, dass es im Vorlichter einen parallelen Fall gibt, sondern es gibt die kleinen Horizontalfältchen wie hier. Und die sollten mit der Fallspannung, egal welches Material, maximum nur rausgezogen werden. Also nie so stark Fallspannen, dass es einen parallelen Fall zum Vorlicht gibt. Und wieso? Weil ein ganz wichtiger Punkt ist, und wir müssen davon ausgehen, oder wir müssen wissen, dass so ein Segel da eigentlich ein dreidimensionales Profil hat. Das heisst, wenn ihr an der Fallspannung arbeitet, dann zieht ihr ja nicht nur das Vorlicht ziehen, sondern ihr zieht auch am Achterlicht hinein. Und wenn ihr zu fest vorne zieht, also wenn jetzt meistens fängt ihr an zu ziehen, wenn es mehr Wind gibt und die Falten entstehen, dann fängt ihr an das Fall durchsetzen. Aber wenn ihr das zu stark macht, dann schließt ihr das Achterlicht schliessen und dann müsst ihr wieder mit dem Hohlepunkt zurück, um das Achterlicht wieder öffnen. Und wenn das eben zu extrem ist, dann ist es ein schlechter Trim, der euch nicht weiterbringt, sondern ja, könnt maximum schnell, aber nicht mehr hoch werden. Was aber natürlich so eine Fallspannung auch eben beeinflusst, vielleicht habt ihr das gesehen, nicht nur die Fältchen rausziehen oder so, sondern ihr zieht damit den Bauch vom Segel, also Profiltiefe, jetzt lasst ihr es los, jetzt wird das Segel vorne flach und jetzt zieht ihr sukzessiv ganz wenig dichter und dann kommt da vorne Profiltiefe, Profilrundung wieder rein. Und das ist natürlich ein Vorteil, vor allem auch für den Stürmer bei zunehmendem Wind, dass er mit den Wellen spielen kann. Wenn er ein zu flaches Segel hat, dann kannst du das gar nicht mehr richtig steuern. Ich will es nochmal rasch zeigen. Wenn das Segel zu flach ist, wie jetzt zum Beispiel da, jetzt müssen wir es nochmal warten, bis es so, voilà, jetzt ist es flach, jetzt ist es weg. Aha. Wenn ihr da, okay, seht ihr, wenn es jetzt so flach, der Anschnitt so flach ist, dann könnt ihr euch vorstellen, dass vorne ist wie ein Messer schneiden und der Wind sollte da drauf vorbeiströmen und ihr solltet können mit Wellen ausfahren und das ist eigentlich gar nicht mehr möglich, wenn das Segel so flach ist. Und das ist so ein bisschen, so sieht eigentlich ein Segel aus, das auch sehr alt ist. Das heisst, das Profil ist vorne flach und gegen hinten, das Profil ist nachher gegen hinten gewandert, im Extremfall bis ins hintere Drittel. Und dann kann man das Segel nicht mehr steuern und so ein Segel baut da keinen positiven Druck mehr auf. Also darum, ganz, ganz wichtig, mit der Fallspannung von Anfang an sehr vorsichtig umgehen und das Segel nicht von Anfang an schon überdehnen. Wir haben hier so einen Simulator, also da unsere Designer zum Teil arbeiten damit. Ihr seht hier ein VMG, also Geschwindigkeit gegen den Wind. Dann Bootsgeschwindigkeit, ein Ziel, wie schnell sollte man sein bei diesen Verhältnissen. Krängung, der Ruderwinkel, der Weg nach Lee, dann Profiltiefe, ne? Vom Segel, Profiltiefen vom Segel auf den verschiedenen Höhen, da und der Twist. Und das kann man ganz unterschiedlich anschauen. Das heisst, wenn man jetzt
mal von oben runter schauen, wie wir ja ganz selten können segeln, beim Segeln schauen, dann sehen wir jetzt von oben runter in den Kopf hinein vom Vorsegel. Und jetzt tun ich einfach mal zum Demonstrieren euch zeigen, was passiert, wenn ich jetzt Achterstag oder Backstag ein bisschen mehr ziehe. Dann seht ihr, wie da vorne das Vorlicht gerader wird und dementsprechend die Profiltiefe sich verändern. Und jetzt habe ich hier noch die Pfock gelöst und jetzt nehme ich die Pfockschot wieder dicht. Dann sehen wir mal, wie das Ganze, schauen wir es nochmal auf einen anderen Winkel an, von unten rauf. Jetzt tue ich mal den Backstag lösen. Dann kommen wir an den Durchhang, den ich euch gesagt habe, das Segel, also das ganze Vorstag hängt durch. Durch das wird das Segel extrem voll. Und wenn ich jetzt da aber den parallel wieder mehr Fallspannung gebe, kann man dann das Profil nach vorne holen. Oder bei zunehmendem Wind wieder ein bisschen Backstag ziehen. Dann tue ich den Mastbiegen da. Das Großsegel leert aus. Gibt mehr Spannung ins Vorlick hinein. Also das ist wirklich ein lässiges Tool, wo man die ganze Geschichte kann simulieren kann. Man kann daheim eigentlich ein bisschen segeln. Jetzt tue ich das Schot lösen. Tue ich wieder das Schot dicht nehmen. Und jetzt tun wir mal ein bisschen Fallspannung lösen. Voilà. Da nochmal, was passiert, wenn ich die Pfockschot löse. Sehen Sie, wie das Segel anfängt. Da wird es los und das Segel twistet oben aus. Und jetzt nehme ich sie da dicht, schaue da auf den Fuß, wie es langsam dichter kommt. Und was natürlich auch kommt, vielleicht kann, das kann ich auch immer ein bisschen aufs Bild zeigen, aber was passiert natürlich mit den Nümmerli da oben, oder? Also wenn er zu dicht fahrt, dann werden er oft mal langsamer. Oder wenn er, jetzt kann ich mal da ein bisschen mehr Wind eingeben. Und jetzt lösen wir den Backstag einmal lösen. Wenn wir den Backstag lösen, tut sich das Segel zu, gibt mehr Druck rein und durch das kommen wir mehr Krängung über. Und jetzt nehme ich ein bisschen Backstag dicht nehmen. Das heisst, das Segel leert aus, fängt an zu twisten und das Boot fängt an sich aufzustellen und wird dann auch ein bisschen schneller. Also da kann man stundenlang spielen mit dem Teil und eigentlich ein bisschen herausfinden, wie man sollte, wie man kann segeln. Schnell gucken. Ja, jetzt bin ich, glaube ich. Muss ich rasch nochmal schauen. Hier haben wir das Ganze, gehen wir mal weiter. Jetzt blockiert sie irgendwo, Claudia. Jetzt muss ich, glaube ich, schnell kommen. Der rechte Bildschirm. Oder? Ja, nein, das ist der Simulator. Da, ich muss schnell rufen. Ja. Okay. Jetzt ist gegangen. Okay. Wir kommen jetzt zum Grosssegel. Und da sehen wir auch, dass eigentlich ein Grosssegel recht viele Trimmöglichkeiten hat, je nach Boot. Also auch wieder das Wichtigste natürlich Grosschot. Wir haben Backstagen, die die Mastbiegung beeinflusst. Wir haben auch ein Unterlieg, das man verstellen kann.
Es hat ein paar Boote, die Traveler haben, die meisten heute, die modernen, haben einen Traveler, wo man das Ganze kann, verstellen kann, wie ein Garagentor. Ein Grossfall mit Cunningham, wobei ein Vaterschiff jetzt wieder weniger Cunningham hat. Wir zeigen dem, wieso oder was das für einen Einfluss hat. Und der Baum mit Holler. Wenn wir jetzt mal schauen, was Grossschott eigentlich bewirkt, das ist ähnlich wie bei der Fock. Wenn man nur Grossschott bedient, dann wird das Segel steigen. Das heisst, das Segel leert da oben extrem aus, Grosssegel. Wenn man nur Grosschott bedient und sonst nichts dicht hat, dann passiert das bei dem Grosssegel, dass einfach nur das Achterlick ausleert. Und dementsprechend Segel austwistet. Ihr seht, da hat er recht viel Twist. Das heisst, das Grosssegel ist da extrem offen und der hat extrem im Verhältnis den Baum im Lee mit wenig Schotzug. Die da, obwohl es da sieht es recht viel friedlicher aus, aber wenn wir da hinten schauen, die haben plus minus den gleichen Wind. Da ist eigentlich die Beleuchtung anders, weil er auf einem anderen Bug ist, aber der Wind ist da ähnlich und das segelt doch aufrechter und viel geschlossener. Er hat da den Traveler im Lauf, mit ein bisschen Licht im Lauf, mit viel mehr Schotzug und durch das die bessere Kontrolle im Achterlick. Das ist eigentlich wunderschön getrimmt. Und jetzt können wir mal schauen, was da das Achterlick vom Gross mit dem Achterlick von der Fock. Das ist schön parallel. Das heisst, da mag jetzt der Wind durchfließen. Und ihr seht auch da vorne, wir haben noch kaum Abwind drin. Wir haben kaum einen Gegenwind vom Föckli. Das ist wunderschön getrimmt. Und das Boot ist recht aufrecht und der wird ganz bestimmt schneller und höher sein wie der Kollege nebenzu, wo es gross zu offen hat, Abwind aus der Fokus verspürt. Das ist eben wie der Flüger, der in Zürich landet, wo Maximum langsam die Rädchen an Bord bringen. Hat er sicher nicht vorgehabt, aber ist im Moment sicher nicht auf der optimalen Seite. Dann haben wir Backstagen. Da haben die meisten Fahrtensegler auch Backstagen oder Achterstagen, wo die Mastbiegung beeinflusst. Die sind bei einem Fahrtenschiff vielleicht im Frühling vorgestellt von der Werft. Die moderneren Fahrtenschiffe können das auch heute verstellen mit dem Achterstagspanner. Und noch modernere haben starke Salingwinkel, wo dann das ganze Achterstag wegfällt. Aber da schauen wir jetzt mal an, was so ein Backstag Mastbiegung beeinflusst. Wenn man am Achterstag zieht, sieht man da oben abzieht, dann biegt es da den ganzen Mast. Voilà. Und durch das, dass der Mast biegt, ziehen die ihr Segelprofil raus, respektive ihr ziehen Segelmaterial nach vorne und durch das wird das Segel abgeflacht. Aber jetzt hat es natürlich nur beschränkt Profiltiefen in diesen Segeln. Das heisst, wenn ihr jetzt den Mast zu soft einstellt, zu weich und den Mast zu stark darf biegen, dann kann es mal sein, dass man reden von Inside Outside, dann gibt es auf das Mal so Diagonalfalten im Segel rein, von links nach rechts und vor allem von den Latten oben ab ins Forst. Als Vorliegkanne. Das heisst, dann tun wir mit der Mastbiegung mehr Profil rausziehen, wie eigentlich im Segel drin ist. Und das ist nicht gut. Das ist dann schlecht. Darum ist ganz wichtig, dass ein Mast gut eingestellt ist zu einem Grosssegel. Es nützt nichts, wenn ihr ein neues Grosssegel bekommt und der Mast dementsprechend schlecht eingestellt ist. Es nützt aber auch nichts oder weniger, wenn ihr einen super getrimmten Mast habt und ein uraltes Grosssegel, das gar nicht mehr drauf passt. Also wichtig ist, dass man das mal ins Auge fasst und wieder miteinander anschaut, ob das aufeinander abgestimmt ist. Wichtig ist, dass man eigentlich den Mast sehr kontrolliert trimmt mit der Wanten und der Spannung hat bis zu der obersten Saling, dass er da unten möglichst gerade bleibt, kontrolliert bleibt und erst ab der Saling oben dürfen wegbiegen. Voilà.
Weil wenn er über die ganze Länge wegbiegen darf, dann hat es zum Einfluss, dass er die Vorliegsspannung verliert, respektive das Vorsegel zu stark durchhängt. Da schauen wir noch später an, was das bedeutet. Wir schauen hier nochmal die Backstagspannung. Und hat jetzt das angezeigt. Der Mast biegt im oberen Drittel da wunderschön rund. Und ab da ist er relativ gerade nach oben. Das heisst also, oder, was ich vorher angetönt habe wegen dem Vorstag, er hat hier eine Höhe. Und wenn jetzt der ganze Mast durchbiegt, jetzt einmal übertrieben gesagt, so richtig rund durchbiegt, dann könnt ihr eben auch die Distanz von dem Punkt zum Deck haben, verkleinern. Und wenn der verkleinert wird, dann fängt euch da das Vorstag an durchzuschlagen bei Meerwind. Und das ist genau das, was ihr eigentlich nicht wollt bei Meerwind, sondern dort wollt ihr möglichst Grad das Vorliegen haben, damit das Segel optimal drin passt und drin steht. Also nochmal, der Mast sollte im unteren Teil gut gehebt werden durch Zahling. Und Wanten, Oberwanten, Unterwanten, hauptsächlich Unterwanten und Diagonalwanten, die da zwischen den Saalingen sind. Und erst ab dem oberen Drittel dürfen wir wegbiegen. Okay. Dann kommen wir zum Unterlieg. Der wird gerne ein bisschen verwaist. Der bedient eigentlich sehr, sehr wenig Leute. Ist aber ein gutes. Bin ja jetzt weit. Wir sehen da, wenn er das Unterlieg öffnet, tut das ganze Segel runder werden, mehr Profil reingeben. Und je nach Material, also wenn er ein sehr stabiles, ein sehr dehniges, armes Material hat, beeinflusst das sehr weit auf euer Segel. Ich werde häufig gefragt, ja, wie stellt man denn ein Unterlieg eigentlich ein? Es ist eigentlich grundsätzlich so, dass man bei ganz wenig Wind, jetzt bei uns auf dem See, haben wir relativ grades Unterleg. Das heisst, wir sind da relativ weit hinten. Bei ganz wenig Wind sind wir mit einem geraden Unterleg, flachen Segel unten, mit wenig Spannung. Und nachher gibt es ein bisschen mehr Wind, dann drückt der Wind das Segel ins Profil, bis wieder zu viel Wind hat und dann ziehen wir das Unterleg nochmal nach. Und dann bleiben wir wieder flach, aber mit viel Spannung. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert gewesen, aber vereinfacht gesagt, wir fahren flach, voller, flach. Flach bei wenig Wind mit wenig Spannung, voller bei Medium Wind, Maximum Profiltiefe, wo das Segel angeht. Und wieder flach bei mehr Wind mit viel Spannung, mit viel Zug, weil wir eben gegen den starken Wind ankämpfen. Nachher kommt die Gretchenfrage, was machen wir unter Spinnaker und Genaker? Also wenn wir vor dem Wind fahren, macht es Sinn, dass wir dann das Unterlieg lösen? Ich sage, lieber nicht lösen, wenn wir eine kleine Mannschaft sind, nicht unbedingt lösen, weil der Verlust, den ihr habt, wenn ihr vergessen, den wieder dicht zu nehmen, der Kreuz, ist viel grösser, wie der Gewinn, den er überkommt, wenn er auf Vorwind das Unterlieg löst. Und das Zweite ist, und wenn er es löst, tun es nur entspannen, dass es eine Profiltiefe gibt. Wir sehen, was passiert, wenn er das Unterlieg löst. Es wird runder, aber er tut natürlich auch da die Angriffsfläche verkleinern, wenn er es zu extrem macht. Das Segel wird weniger breit da oben. Und das ist ja da, wo er nicht will, wenn er Vorwind fährt. Er will den Breitsegel am Wind zeigen. Darum behaltet das Unterlieg möglichst dicht, tönt es nur ganz leicht entspannen auf Vorwind unter Spinnaker oder Genaker und nachher wieder vor den Bojen leicht dicht nehmen und an Kreuz gehen. Dann kommen wir zum Traveler, wo eben leider nicht alle haben, aber ein sehr gutes Mittel ist. Mit dem Traveler können das ganze Segel hin und her schwingen mit gleicher Schotspannung. Das heisst, ihr seht, es geht auf und zu wie eine Tür. Die Schot bleibt in der gleichen Spannung
Und wer mit einem Traveler kann schaffen auf dem Schiff, hat natürlich einen enormen Vorteil, wenn man zum Teil zu einem Segel vertwisten und gleichzeitig noch die Höhe fahren. Man kann den Traveler, also mit dem Traveler schafft man jetzt eigentlich so, dass man bei wenig Wind nimmt man einen Traveler ins Lauf, tut wenig Schonzug drauf, sodass die Achse vom Segel, das Achterlicht vom Segel in der Achse ist vom Boot. Und wenn es mehr Wind hat, mehr Wind gibt, wandert man mit dem Traveler gegen Bootsmitte, erhöht den Schonzug. Bis zu dem Moment, wo man den Druck nicht mehr heben kann, dann lässt man den Traveler ein bisschen nach Lee und tut den Schonzug dementsprechend ein bisschen lösen. Das ist ganz subtil, wie man da mit dem arbeitet. Es ist auch ganz unterschiedlich, welche Stürmer schafft wie. Der eine schafft extrem nur mit Traveler, der andere schafft nur mit der Schot. Und der dritte, der tut das Plus-Minus einstellen und schafft dann dafür mit dem Achterstab. Auf dem Sportboot, auf einer Yacht ist es wieder weniger sinnvoll. Wir kommen jetzt ans Grossfall. Wichtig ist, dass Grossfall wie beim Fockfall immer gut bedient wird und auch darauf geachtet wird, dass man nicht zu viel Zug drauf gibt, aber doch schaut, dass das Segel von Anfang an möglichst weit aufgeht. So weit, dass eben die kleinen horizontalen Fältchen, die es da vorne noch hat, an diesem Segel, dass die knapp sichtbar sind bei wenig Wind, aber eben so hoch gesetzt ist, wie es irgendwie geht. Bei mehr Wind tut man das Segel nur minim mehr durchsetzen und den Rest, wenn es dann immer noch Falten gibt, jetzt wenn man bereits in dem Windbereich ist, wo man Druck ablässt, zieht man dann den Cunningham. Der Cunningham schafft eigentlich genau gegen das Grossfall. Denkt daran, das Grossfall ist gleich wie Genua-Fall. Ihr zieht also bei zunehmendem Zug nicht nur am Vorlieg, sondern am Achterlieg. Und da ist ja das, was er bei viel Wind, wenn er nicht mehr zu viel Zug auf dem Achterlieg hat. Dementsprechend ziehen das Grosssegel nur so viel dicht, dass die Fälte draußen sind. Und in dem Moment, wo es dann noch mehr Verhalten gibt, weil es halt noch mehr Wind gibt, dann kommt der Cunningham in Einsatz, der ist unten dran. Wir schauen das nachher noch an. Der zieht gegen runter und dementsprechend hat es eigentlich genau die umgekehrte Wirkung. Das heisst, ihr tönt das Achterlick im unteren Drittel entlasten und das Segel tut euch mehr auswisten und dementsprechend weniger Druck geben. Plus, dass ihr das Profil nach vorne holt und das Achterlick so ausleeren könnt. Grundsätzlich Position vom Grossbaum ist so, wie es er hier hat, eigentlich richtig. Er sind hier in der Achse, da ist das Achterstab vom Boot. Wir sind in der Achse mit dem Grossbaum, bei diesen mittleren Bedingungen. Ihr seht, da ist es fast die ähnlichen Bedingungen. Und er hat den Baum deutlich über die Mitte rausgezogen, also oberhalb vom Achterstag. Das ist da für den Wind, für das Boot ganz sicher zu viel. Man kann manchmal, wenn man ein modernes Boot hat, mit dem Square Top, mit diesen breiten Kopfteilen, tut man, wenn man bei ganz wenig Wind den Fuß respektive den Baum über die Mitte zieht, bei ganz, ganz wenig Wind, sodass man mit einem Twist anbringt, dass dann wenigstens der Kopf in der Mitte ist, obendran, mit dem ausgetwisteten Kopf. Und so Speed und Höhe hat. Aber sonst macht das echt keinen Sinn, dass man da den Grossbaum über die Mitte rauszieht. Der Baumniederholer ist auch etwas, wo ganz wenig wissen, wie sie ihn eigentlich einsetzen sollen. Ich tue ihn persönlich so einsetzen, dass ich an der Kreuz handwarm dicht nehme. Das heisst, wenn ich einmal getrimmt habe, tue ich den Baumniederholer nur ansetzen, ohne grossen Zug, sodass, wenn ich abfall auf Vorwind, dass man dann den Baumniederholer schon die richtige Spannung hat und mir den Baum in der optimalen Position kann heben. Das heisst, ich falle ab
auf Vorwind. Durch das, wenn ich Abfall, kommt durch den Schotwinkel vom Großschot ein schlechter Zug über da hinten. Ihr seht es jetzt, wenn ich da viere, seht ihr, so ein Schotwinkel kann euch das Großsegel nicht mehr nach oben ziehen. Ihr würdet da oben zu viel ausleeren, den Kopf. Und das übernimmt jetzt der Baumnitholer. Der hebt euch den Druck oben rein im Kopfteil vom Großsegel. Ist aber auch da, wo ihr lösen könnt, wenn es zu viel Wind gibt und ihr vielleicht sogar einen Sonnenschuss macht, auf Vorwind unter Spinnaker oder Genacker, dann ganz wichtig, den Baum nicht holen lösen, damit es euch eben den Kopf da oben ausleert, den Druck abnimmt und das Support sich wieder aufstellt. Jetzt können wir das auch nochmal im Simulator anschauen, was es alles bringt, wenn man mit dem Großsegel arbeitet. Jetzt sehen wir da von hinten rein in ein Schiff, in ein Segel rein. Jetzt nehme ich mal den Großschot dichter. Und dann sehen wir, wie das Boot bei der gleichen Windgeschwindigkeit deutlich mehr Krängung überkommt. Jetzt muss ich den Treiber noch ein bisschen rauf tun. Jetzt kommt er rauf. Et voilà. Jetzt ist er etwa in der Mitte. Und jetzt hat das Boot doch schon recht viel Krängung. Und da oben sehen wir das Spionchen von der oberen zwei im Achterlig. Die sind gerade so am Limit. Wenn die anfangen, hinten wegkippen, wissen wir, vor allem der Oberst, der darf wegkippen, dann wissen wir, jetzt bin ich Maximum hoch und Maximum schnell. Und wenn ich jetzt angefangen, hier den Backstag dicht nehme, voilà, was passiert jetzt? Ich habe jetzt den Backstag dicht noch, da heisst es, biege ich den Mast. Durch den Mast wird das Segel flacher und die Spionchen wehen wieder aus. Das heisst, der Druck nimmt ab, das Boot stellt auf. Das ist immer, je nach Boot, ganz wichtig herauszufinden, welches Boot mag wie viel Backstagen oder wie viel, wenn man natürlich eine wenig eine leichte Crew hat. Dann schaffen wir früher mit dem Backstag. Jetzt lassen wir nochmal das Backstag lösen. Tue das Segel zu. Das Main schickt noch ein bisschen auf. Das Main, Foxshot. Bis oben dran Spionli. Seht ihr, das ist eigentlich der Blickwinkel von euch, wenn ihr am Steuern seid. Dann seht ihr so ins Segel rein. Und wenn ihr so ins Segel rein schaut, dann habt ihr wirklich manchmal das Gefühl, Mensch, das Segel ist eigentlich schon viel zu dicht. Dann schaut einfach mal hinten rein und dann sehen wir, wie offen dass das Segel eigentlich noch ist. Wenn ich es jetzt gerade verwünsche, voilà. Sehen wir. Das ist der gleiche Winkel von unten auf so und von hinten rein so. So sehen wir, da habe ich noch viel, viel Spatzig. Das heisst, ich kann da nochmal ein bisschen Großschot nehmen. Bis der Oberfaden verschwindet. Jetzt ist er verschwunden. Das heisst, der Obersektor ist jetzt Maximum dicht und der darf auch oben verschwinden bei einem neueren Segel. Natürlich nicht bei einem alten Segel, wo das Profil schon weg ist. Der darf verschwinden. Und wenn ihr jetzt merkt, jetzt fängt das Boot an zu stocken, dann tue ich einfach ein bisschen Großschot wieder lösen, bis es wieder auftut da oben und die Geschwindigkeit wieder zunimmt. Und je nach Wind kommt dann irgendwann auch noch Backstag hinzu. Das heisst, ich gebe mehr Backstagzug. Das Ganze twistet mehr aus. Und jetzt fängt sogar der Oberfaden an auszubrechen. Das heisst, jetzt habe ich so viel Wind, dass ich den ganzen Druck weglasse, den ganzen Oberkopf ausleeren muss, um den Druck abzubauen. Dani? Ja? Du hast vorher gesagt, eben ausser das Segelsäge ist schon alt. Wie sehe ich, dass ein Segel schon alt ist und das eigentlich hinüber ist? Das ist eine gute Frage. Also, eigentlich an einen falschen Mann gestellt. Der Segelmacher findet das Segel noch relativ schnell hinüber. Nein, man muss ehrlich sein. Ein Segel ist dann ganz sicher drüber, wenn das Profil nicht mehr da vorne ist, im vorderen Drittel, sondern
hinteren gewandert ist und im hinteren Drittel ist. Also es gibt viele Leute, die kommen mit älteren Segeln, 20 Jahre, 25 Jahre, und sagen, du, ich habe noch kein Loch in dem Segel, was meinst du, muss ich das ersetzen? Also ein 25-jähriges Segel, es gibt kein Material, das so lang optimales Profil am richtigen Ort hält. Auch wenn es keine Löcher hat, das Profil ist sicher nicht mehr optimal. Das merken sie dann, wenn sie ein neues Segel kaufen, dann ist meistens der Aha-Erlebnis. Dann haben sie wieder mal ein Profil, wo das Boot beschleunigt, wo weniger Druck aufbaut und wo viel einfacher zu segeln ist. Und das merken auch Fahrtensegler, wenn es viel angenehmer ist, später mit dem Treffen, weil sie einfach das Profil schöner unter Kontrolle haben. Das ist sicher mal ein Punkt. Der nächste Punkt ist, wenn es im Achterlick hinten das Material extrem ausgeschlagen ist durchs ewige Motoren, Fibrieren. Das heisst, schaut mal, wenn ihr es mit der Hand anlangt, wenn das Segelmaterial hinten sehr weich ist. Das heisst, das hat eine Million kleine Fältli und kleine Rissli. Wenn es im hinteren Teil weich ist, dann wird das Segel meistens auch nicht mehr der optimale Dienst tun. Weil die grössten Kräfte in einem Segel, die sind hinten im Achterlick. Und wenn das nicht mehr durch die Stabilität vom Tuch optimal kann gemanagt werden, also überdehnt ist, dann haben wir ein Tuch, das vor allem beim zunehmenden Wind nicht mehr richtig funktioniert. Darum haben wir ja das Glück, dass wir hauptsächlich wenig Wind haben und unsere Segel dementsprechend ein hohes Alter bekommen. Und zuletzt ist natürlich, wenn wir ein Laminatsegel haben, die sind jetzt heute alle schwarz. Das ist vielleicht zum Feststellen, ob es noch gut ist, ein kleiner Nachteil. Früher waren es gelb, gelbe Laminatsegel. Und wenn die weißlich geworden sind, dann haben wir gewusst, jetzt geht es nicht mehr lang, dann dürfen sie sich dann langsam verabschieden. Was aber dazu kommt, ist natürlich, dass die heutigen Laminatsegel deutlich länger haben wie früher. Durch die Fäden, durch die Filmkonstruktion und unser 3DI, das gar keinen Film mehr hat, die haben natürlich noch eine größere Lebenserwartung, weil einfach Delaminationen nicht mehr da sind. Gut. Ist sonst noch irgendeine Frage reingekommen? Nein. Okay, dann probiere ich es da nochmal zurück. Gut, jetzt haben wir da eine kleine Zusammenfassung. Die unterschiedlichen Einstellungen mit gleichem Ergebnis. Das heisst, Druck bei flachem Wasser oder Druck bei Wellen. Mit wenig Twist gibt es mehr Druck. Das heisst, den Twist haben wir jetzt kennengelernt, das ist das Verwinden vom Segel. Flache Segel gibt weniger Druck bei flachem Wasser. Und bei Wellen brauchen wir mehr Twist für den Druck wegzunehmen und tiefere Segel für mehr Power. Wieso das? Also wir können euch vorstellen, wenn man nachher durch die Wellen durchgeht und jedes Mal aus dem Wellental auf einen Wellenkamm raufkommt, oben drauf und man hat volle Segel, dann tut einem das Segel voll umblasen, man macht viel mehr Krängung wie nötig und dementsprechend baut man tut man dort oben viel mehr Twist einbauen, also viel mehr Segel auswinden. Sind aber auch generell anders. Das heisst, wir bauen Segel für uns auf unseren Schweizer Seen eigentlich genau umgekehrt wie Segel auf dem Meer. Wir haben auf den Schweizer Seen im Kopfbereich unsere maximale Profiltiefe und je mehr, je tiefer, je näher am Baum, je flacher wird das Segel. Zum eben dort oben, wo wenn es wenig Wind hat, ist er sehr weit über Wasser und dort oben holen wir den Druck. Und auf dem Meer haben wir einen flachen Kopf und einen vollen Fuß, sodass wir mit dem Fuß mit den Wellen spielen können und eben den Kopf einem nicht jedes Mal umkippen lässt, wenn man auf den Wellenkamm oben ankommt. Und dementsprechend hat man dort eine andere Designphilosophie. Wenn es natürlich auf dem Meer wenig Wellen hat, respektive wenig Wind hat, dann sehen die wieder ähnlich aus vom Grunddesign her, wie ein Segel, das
bei uns auf der See gesegelt wird. Bei starkem Wind haben wir flaches Wasser, da haben wir wenig Twist, gibt mehr Höhe. Das ist auch etwas, man muss wissen, dass heute ein modernes Boot eigentlich durch das Grosssegel gesteuert wird. Wenn er das Grosssegel zu weit auswisst, dann können wir kaum eine Höhe fahren. Wenn er es dichter nimmt, fährt das Boot automatisch eine schöne Höhe und ist steuergetreu. Das heisst auch bei Regatta-Crews, wenn ihr einen guten Grossschotter immer habt und einen schlechten Steuermann, der keinen eigentlichen Steuerrhythmus hat, dann wird es ganz schwierig, das Boot zu fahren. Wenn ihr einen super Steuerli habt und aber einen Grossschotter immer, der ein bisschen müde wird, dann kommen wir einfach nie auf die maximale Geschwindigkeit und Höhe. Das ist etwas, das wirklich zusammenspielen muss, wenn ihr das Maximum rausholen wollt. Zwischen Grosschotter und Stürmer. Die reden auch sehr, sehr viel miteinander. Und bei einem Fahrtensegler ist es so, dass das Grosssegel so eingestellt ist, dass er halt möglichst wenig Steuerbewegungen macht und trotzdem einen angenehmen Kurs kann segeln, hoch und schnell kann sein dabei. Bei viel Wind haben wir bei flachen Segeln, wie schon abgelehnt, haben wir weniger Power, weniger Druck, was wir auch wünschen. Und Traveler-Grossbandposition haben wir vorher in einem Bild mal von hinten rein können schauen, wo eben als Steuerhilfe dient. Das heisst, wenn wir den Baum möglichst lang in der Bootachse behalten können, dann hilft das einem, das Boot zu steuern, ohne grosse Ruderbewegungen zu machen. Wenn wir Wellen haben, dann ist mehr Twist gibt einem mehr Steuerfreiheit. Aber aufpassen, zu viel Twist heisst aber auch wieder nur Geschwindigkeit und keine Höhe. Also man muss herausfinden, wie viel Twist wird man am Segel geben, damit man auch die Höhe überkommt. Dani? Ja? Du redest von Power da drin. Also mehr und weniger Power. Das ist jemandem nicht ganz klar, was du da damit meinst. Also Power heisst Winddruck. Das heisst, wie wir jetzt die ganze Zeit über das Trimmen geredet haben, wir reden ja davon, wie stellen wir Segel ein, um möglichst in jedem Wind den optimalen Winddruck rüberzukommen, den optimalen Power im Segel. Der Wind ist unser Power, der gibt uns die Möglichkeit, nach vorne zu fahren. Und bei weniger Wind müssen wir mit offeneren Segeln, offenen Düsen arbeiten, um möglichst viel Wind durchzulassen, um möglichst viel Druck rüberzukommen. Bei Mittelwind machen wir maximale Profiltiefe, um maximal viel Power aufzubauen, um das Boot zu beschleunigen, bis wir eben zu viel Wind haben, zu viel Druck im Segel, wo wir Power ablassen müssen. Und dementsprechend das Boot wieder aufrechter segeln und das Boot wieder besser unter Kontrolle bekommen. Also, wenn ich von Power rede, rede ich von Winddruck. Gut, das war der Trim für heute Abend. Ich hoffe, dass die Situation sich jetzt weiterhin so gut verbessert, dass alle von euch Gelegenheit haben, mal bis vor ein paar Tagen ist es mal wichtig, dass das Schiff ins Wasser kommt, dass ihr jetzt anfangen könnt, segeln auf dem Wasser. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, läutet uns an, schreibt uns. Wir kommen gerne mal aufs Boot. Wir schauen euch mit euch den Segeltrim, mit dem Masttrim mal an, den Zustand der Segel. Das können wir jederzeit gerne mal machen. Im Moment noch mit 2 Meter Abstand. Ich habe den Frühling nur Segel geliefert, mit einer Person auf dem Schiff, damit die möglichst die Sicherheitsbestimmungen her können einhalten. Es lockert jetzt aber, sagen wir, täglich oder wöchentlich. Das heisst, irgendwann sind wir wieder so weit, dass wir Crew-Trainings machen können oder sogar eben für einen Partensegler, dass er mit Ehepaar oder Partner, dass wir das Ganze mal anschauen können und also wir stehen gern bereit und könnt euch melden bei uns und soweit
wünsche euch eine wunderschöne Saison und eine gute Zeit. Und ich hoffe, dass wir uns bald irgendwo auf dem Wasser treffen. Hast du noch etwas, Claudia? Ja. Nein, es hat sich gerade noch jemand bedankt. Es war super gewesen. Und auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Sind alle dabei geblieben. Super. Und wir sehen uns relativ bald, weil wir können ja gleich wieder richtig normal aufs Wasser. Habt es gut und okay. Bis gleich. Einen schönen Abend und bis bald.